Und willkommen erneut zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja, wir sehen hier einen weiteren Lorbeerkranz in der Luft schweben. Allerdings kann man den so nicht erreichen. Dazu brauchen wir eine Flasche Zaubertrank. Diesen kriegen wir hier. Ja, aber bevor wir den da kriegen, müssen wir ihn erstmal freischalten. Und dazu die ganzen Schalter hier drücken. Vier Stück insgesamt. Und ja, die schwimme ich jetzt einfach mal alle ab. Ist der nächste. Und da schimmert schon der dritte. So, und der vierte ist da hinter dem Lorbeerkranz. An diesem Fels, über dem er schwebt. So, jetzt ist das Teil da freigeschaltet, was auch immer das da sein soll. Ja, Zaubertrank. Können wir dann auch wieder ein paar Kisten aufschlagen. Yeah. Und ja, jetzt mal, wenn man schon Zaubergetränk getrunken hat und nochmal eine Flasche nimmt, dann gibt's einen riesen Knall. Wenn dann da Römer sind, dann werden die auch erstmal außer Gefecht gesetzt. So, es fehlen nur noch zwei Lorbeergrenze. Ja. Aber die sind nicht hier, die sind woanders. Jetzt erstmal, naja, diese Kisten mache ich jetzt nicht kaputt. Na. Was willst du? Lass mich gefälligst in Ruhe. Yeah. Mitten auf der Brücke gelandet. War Glück. Hätte auch im Wasser landen können. Oh, und diese Stelle ist ganz bescheuert. Da muss man eher auf mehrere Sachen achten. Erstmal ist wieder Wind. Dann diese blöden Normannen, die am Nacken hängen. So. Weg mit dir. Ja, und dann dieser Abgrund hier. Der ist echt blöd. Weil wenn man da nicht richtig springt, fällt man rein. Da muss man einen langen Sprung machen und keinen hohen. Ja, da bin ich fast verzweifelt, dass ich das erste Mal gespielt habe. Aber irgendwann habe ich dann doch per Zufall rausgefunden, dass man auch lange Sprünge machen kann und nicht nur hohe. Ja. Und dann wieder diese Normannen. Und da kommen alles noch. Ja. So, jetzt muss ich leider dann nochmal zurückhüpfen. Weil meine Fackel ausgegangen ist. So. Jetzt aber bleibt sie an. Hoffe ich doch. Und wir können das Fass anstecken. So. Und wieder ein Tunnel. Diese Tunnel finde ich blöd. Die könnten ruhiger, wenn kürzer sein. Ja. Hier haben wir wieder ein Schlachtfeld. Und auch wieder Häuser mit Knöpfen drin. Ja. So, mal gucken, ob ich die umkurven kann hier. Ach. Ja, ich da die Knöpfe aktiviere. So. Na? Wo hängt's dann jetzt? Yeah, will mal einsammeln. Das dauert jetzt. Das sind ziemlich viele. Schade, dass man hier keinen Multiplikator dazu kriegt.
sehr, sehr viel dann. So, 41.993 Helme. Das ist schon recht viel. So, wie man sehen kann, geht's hier jetzt weiter. Da oben ist ein Relais-Punkt. Oh ja. So, Obelix darf jetzt diese Belagerungstürme verschieben. Und muss sich auch noch mit Römern rumschlagen. Das Übliche. Aber die lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Naja, spätestens jetzt soll ich aufhören, weil der schießt auf mich. So. So, dann kann ich jetzt ja weiterschieben. So. Asterix ist rüber gehüpft, also zurück. Oh, ich glaube, der kommt ja gar nicht drum herum. Nee, er läuft einfach nur hinterher. Na dann. Schieben wir mal fertig. Okay. Ja. Jetzt sollen wir ihn wieder mit dem Kran hier rüber befördern. Aber zuvor noch 30 Römer. Aber da die relativ lange dauern, glaube ich, werde ich das hier einfach mal auf schneller drücken. Okay, also ich werde währenddessen nichts weiter sagen. Aber nur die Römer verkloppen. So, und der letzte. Mann, war das langwierig, diesen blöden Römer da hinterher zu laufen. So, aber das da zeige ich jetzt wieder so. Denn das geht schnell. Ein weiterer Lorbeerkranz. So, und jetzt dürfen wir Asterix endlich darüber katapultieren. Naja. Darüber schwenken, besser gesagt. So. Und Tür geht auf. Wir dürfen durchrennen. Römer. So. Dass der erst nicht noch hinterher schießt. Und wo geht's jetzt hin? Ja. Oh, ich sehe schon, was das wird. Nein! Da. So. Alles kriege ich. So. So, hier muss ich eigentlich nur diese Zenturionen weghauen. Aber. So, machen wir hier mal auf, um Nachschub zu kriegen. Na? Centurio, lass dich ruhig. So. Oh, weh. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Da hat man einfach keine Handlungsfähigkeit. So, da ist nochmal so eine Stelle. So. Und Centurio, wo bist du? Da ist er. So, einen noch. Hier. Ah, die drei Metallkisten mache ich noch kaputt. Okay. Das wäre erledigt. Ach, wir müssen also erst noch eine neue Fackel besorgen. Dann holen wir die halt mal. Nein! Ich sollte mich nicht schlagen. Beziehungsweise pieksen. Ich mache euch doch auch nichts. Ich
könnt euch jetzt verkloppen, mach ich aber nichts. Ja, gucken wir lieber, was der mal wieder zu reden hat. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Nix, Achtung, Rutschgefahr. Naja, das ist jetzt schon etwas schwieriger. Ah, shit. Den ersten Teil gleich mal verpasst. So, dafür ist aber hier lang. Okay. Oh weh. Ich ahne fürchterliches. Dass hier es nicht klappt. Weh. Das läuft wirklich sehr schlecht. ...3000 Helme sollen es werden. Hab noch nicht mal die Hälfte. Naja, vielleicht wird's ja noch was. Mal sehen. Looping. Und Multiplikator einsammeln. So, und jetzt hier über die Rampe. Mal 16, ja. Und hier noch eine. Oh, mal gucken, ob das reicht. Oh, ein Gleister. Du hast es nicht geschafft, die erforderliche Anzahl an Helmen einzusammeln. 45 fehlen mir. Du solltest vielleicht das Transportkatapult verwenden, um wieder hochzukommen und sie einzusammeln, bevor du weitermachst. Versuch's noch einmal, wenn du ein Geschenk haben möchtest. Ja, werde ich dann wohl machen müssen. Na los. Mach schon. Okay, dann gleich wieder los. Meine Güte. So. Wieder den ersten nicht bekommen. So, jetzt aber hier lang. Und ach. Es muss doch immer irgendwie nicht klappen. Naja. Mal sehen, vielleicht klappt es trotzdem. Naja. Genug Lebensenergie habe ich ja, also kann ich ruhig mal an so ein Teil dran stoßen. Naja. Bin mir nicht sicher, aber es könnte jetzt doch hinhauen. Mal gucken, hier noch ein paar mehr einsammeln. So, jetzt aber hier 10. So, hier die noch. Und jetzt aber ja. Es hat geklappt. Eine tolle Vorstellung. Hier ist ein Geschenk. Und beeilt euch. Das Schicksal eurer Freunde hängt von euch ab. Ja. So. Jetzt haben wir alle Lorbeeren, die wir brauchen. Für die Normandie. Dann können wir wieder auf das Transportvehikel steigen. So, und hier sind wir wieder bei einem Druiden. Und das zeige ich noch. Das ist die große Kriegsmaschine von Caesar. Und unser Endgegner für die Normandie. Aber das, wie ich diese Maschine klein haue, das zeige ich euch erst im nächsten Part. Also, macht's gut und ciao!